Da bin ich gespannt drauf. Bin jetzt gespannt, wenn Super angeblich... Goku! Nächstes Jahr geht Super bei uns angeblich weiter. Yo! Mit der, And who's this little guy? Mojo oder Mojo Saga und so. Your son? Yeah. Wild, huh? Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Danke. His name is Gohan. Ich liebe Dragon Ball einfach. Gohan? Ich könnte stundenlang über Dragon Ball reden. So you named him after your grandpa, huh? Yeah. Suits him, don't you think? Ist einfach Kindheit bei mir, Dragon. Bin damit aufgehört. Mit Dragon Ball als Kind. Mit Dragon Ball angefangen im Fernsehen. Ich hatte Kassetten davon. Alles Mögliche. Ich habe eine Belohnung freigeschaltet. Du meinst Freezer Black? Also, man weiß es ja nicht, aber angeblich ist es so, dass tatsächlich Beast Gohan gegen Black Freezer kämpfen wird und der Gohan aber auch stärker ist. Tatsächlich. Darauf soll es hinauslaufen. Ob dann nochmal so ein... Na, 100% würde ich nicht sagen. Das, ob dann nochmal... irgend so ein Plot reinkommt oder so. Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Man weiß es halt auch nicht. Hä? Was habe ich denn vergessen? Das fand ich auch voll cool, hier sowas. Ich finde, die haben sich echt viel Mühe gegeben für das Spiel. Was ich nur nicht verstehe, ist, wieso sagt er hier Charakter 2? Man kann sich, wie sie einfach über alles irgendwelche Infos haben. Das finde ich voll toll. Also soviel ich weiß, was so ziemlich feststeht, ist, dass nach Son Goku Ultra Instinct mastert, also mit Engel trainiert, und Vegeta Ultra Ego keine weitere Form für die beiden mehr geplant ist. Ich glaube, das ist dann auch wirklich das absolute Maximum, was die erreichen können. Und danach kommt quasi die Beastform von Gohan. Das ist jetzt mein aktueller Stand tatsächlich. Ich schaue das einfach an. Ich habe da so einen Monk in mir, der, ich mag das nicht, wenn da steht, dass da noch was Neues ist, was ich nicht gesehen habe. Muss ich einfach schnell anklicken. Ein markierter Stein. Ach stimmt, das war der, den... Ah, das Training, ja, ja. Bevor sie Milch austragen mussten, hat er ja... Ich weiß nicht, ob es das geben würde. Das Ding ist, ach so, das ist, ups. Das Ding ist, dass Ultra Instinct heißt auf Japanisch irgendwie Magetti no Goku oder so. Das heißt, man wusste schon anhand des Namens, dass es den Ultra Instinct nur für Goku gibt. Das heißt, ab dem Turnier wusste man schon, dass Vegeta das nie lernen wird. Weil das gar nicht geht. Das ist eine reine Son Goku-Attacke und die heißt auch so. Ultra Ego zum Beispiel, weiß ich gar nicht, was das auf Japanisch heißt, ist ja eigentlich nur die Gott der Zerstörungsenergie in Vegeta, die er dann mit benutzt. Ich weiß nicht, ob das fusionieren kann, ob dann der fusionierte Charakter beides verwenden könnte. Das ist schwer zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann beides verwenden kann, ehrlich gesagt. Aber krass wäre es schon, gell? Naja, was heißt Ideen aus? Was heißt... Mal schau dir One Piece an, Naruto. Was heißt Ideen ausgehen? Mann, die werden stärker, die Gegner werden stärker und die kriegen neue Formen. Das ist ein Anime-Konzept seit 30, 40 Jahren. Was willst du auch anderes machen? Ich fand's ja schon gut, dass in Dragon Ball Super, zumindest im Anime, die Kämpfe, die sie hatten, wesentlich intelligenter wurden, sag ich mal. Wenn man mal überlegt, in Dragon Ball Z,
haben sie sich aufgepowert, haben dann gekämpft. Der Schwächere hat verloren, dann hat er vielleicht nochmal einen Rage bekommen und hat nochmal aufs Maul gehauen und hat dann doch verloren. In Super, ich habe mich halt informiert, musst halt gucken, gibt's der Manga ist ja schon wesentlich weiter als der Anime. Die sind ja schon mit Granola Saga sind sie ja schon fertig. Und zwischen Granola Saga und der letzten Saga, also Beast Gohan, ist nur noch eine, glaube ich. Die kommt jetzt dann schon zum Finale. Was habe ich jetzt ursprünglich angefangen zu reden? Die Kämpfe sind wesentlich intelligenter geworden. Auch wenn Son Goku schwächer ist als Jiren zum Beispiel, die Techniken, die er verwendet, dass er Fallen auf dem Boden legt, KI-Fallen und sowas, finde ich eigentlich echt cool. Oder allein die geilste Szene ist einfach Ultra Instinct Goku, wie er auf dem Energiestrahl von Kefla ridet und sie dann fickt. Das war so ein geiler Move. Genau so habe ich mir das in Z auch schon immer gewünscht, dass die das machen, weil das ist so ein geiler Move. Ich würde es ja auch so machen. Das war so geil! Goku, ich hab das so gefeiert. Have you been training lately? Well, not as much as I want to. Chi-Chi gets pretty angry if I train too much, you know what I'm saying? Right. Yeah, I haven't trained myself either. With Piccolo taken care of, things have been pretty quiet. Hey, you two! What are you talking about? Nothing really. I could have sworn you two were talking about how you've both been slacking off on your training. Guess there's no fooling you, is there, Master Roshi? It would seem you've both forgotten that training is a daily activity, not something you do only on special occasions. You should be moving, learning, playing, eating, and resting every day. That's the way of the Turtle School. I can't argue with you there. Now, to make sure you two never forget your daily training, I've got a little challenge for you. Boruto ist auch wieder so eine Sache für sich. In Boruto haben sie, glaube ich, sehr viel Hoffnung reingesteckt, nur um dann zu merken, dass das einfach ausgelutscht ist, das Konzept. Mit Naruto Shippuden, das haben sie es einfach beendet. Tatsächlich, der Orange Piccolo ist stärker als Mastered Blue. Der Orange Piccolo soll stärker sein als Super Saiyajin Blue Mastered, also Full Power, aber nicht stärker als Ultra Instinct oder Ultra Ego ist er nicht. Das ist das, was ich gehört habe. Weil dann wäre er ja auch fast so stark wie Beast Gohan und dann hätte er ja den Max oder den Cell Max hätte er ja dann fast schon besiegen können, aber er hatte ja keine Chance. Also Ultra Instinct und Ultra Ego sind quasi stark, stärker als alle anderen, bis auf den Beast Mode und den Black Freezer. Und die Engel, glaube ich. Die Engel sind noch stärker. Aber selbst Beerus ist, glaube ich, schwächer. Also im Manga ist es so, dass bei Goku Black, wenn die fusionieren zu Vegeto Blue, da sagt, wer war denn das? Da sagt der Kaioshin zu dem anderen Gowazu Kaioshin, dass Vegeto Blue zu dem Zeitpunkt schon stärker ist als Beerus. Und da Ultra Instinct und Ultra Ego noch stärker ist als da die Vegeto-Form, kannst du mal davon ausgehen, wie heftig das dann sein muss. Oder wie stark Vegeto da eigentlich schon war. Stärker als Beerus. Come report back to me once you've finished your training. Yes, sir, Master Roshi. Yes, sir, Master Roshi. Now, time to get back to my usual enjoyment. Pornos gucken. Nackte Frauen gucken, das kann er. Man macht halt bei Dragon Ball Super, machen die halt einen starken Unterschied zwischen einmal normale Stärke, dann Gottstärke und was du halt auch noch hast, ist Zerstörung. Zerstörung hat ja nichts mit Kampfstärke zu tun. Dieser Gott von allem, meint, der kann ja, der löscht einfach aus. Kämpfen kann der gar nicht, deswegen hat er Leibwächter, aber er kann halt auslöschen. Und das zählt halt bei Dragon Ball Super als ultimative Stärke quasi. Aber kämpfen kann der gar nicht, der kann ja nichts. Außer auslöschen. Und ähnlich ist es auch mit dieser Zerstörungskraft von dem Gott der Zerstörer, also von Beerus und so.
weil diese Zerstörungskraft einfach heftig ist. Aber vom Kämpfen her, ich meine, Beerus hat nicht mal Ultra-Instinkt gemeistert. Da ist ja Goku ihm schon voraus, am Ende des Turniers. Das war ermüdend. Ah, eine Nebenstories gibt's ja auch noch hier. Son Goku ist schon stärker. Zeno kann nicht kämpfen. Also selbst Krillin würde im Kampf gegen Zeno gewinnen. Aber Zeno kann halt zerstören. Ich meine, der schnippst und du bist weg. In allen Dimensionen und Universen. Das ist halt die Stärke. Aber der Zeno kann nicht kämpfen. Yo! Aber er hat halt Leibwächter, die wahrscheinlich ultra stark yes. sind. Das weiß man ja noch nicht, wie stark die eigentlich sind. Ach, da stöhnen sie immer nur, gell? Da reden sie nicht, sondern... Hey! Sozusagen. Ja, ich meine, Goku Black fusioniert mit Zamasu, hat er ja auch einfach beseitigt. Obwohl der eigentlich ja auch ultra stark war. Greetings. Hey! Hä? Ja, muss sein Buch finden. Also nimmt's mir nicht übel, wenn ich nicht alles vorlese. Da habe ich nicht immer Bock drauf. Yes. Greetings. Greetings, yeah. 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 Alright. Greetings. What should I do now? Ja, der muss. Ja, es ist ja kein offizieller Porno. Es sind immer nur so Badeanzugsachen und sowas. What? In den hinteren Teil vom Haus. Oh nein, der meint draußen, oder? Oder sie. Ja, irgendwo schon kinderfreundlich dann. Ehrlich gesagt, als Kind habe ich nie drüber nachgedacht, was für ein perverser Drecksack. In Dragon Ball hieß es ja noch Pat-Pat, wenn sie sich an die Genitalien geschlagen haben. Da hieß es noch Pat-Pat. Der Goku als, Goku als Kind hat immer Pat-Pat gemacht, ganz am Anfang, um rauszufinden, ob der einen Penis hat oder nicht. Nur so konnte er ja unterscheiden, ob männlich oder weiblich. Da hieß es noch Pat-Pat, das kann ich mich noch dran erinnern. Und dann ist Goku immer hingegangen, auch bei Chi-Chi damals, und hat ihr so an die Muschi geklopft, um zu gucken, ob sie einen Penis hat. Gott, das waren noch Zeiten. Ach, Dragon Ball einfach. Oder was er auch gemacht hat, Son Goku als Kind. Ganz am Anfang, wo er also Bulma kennenlernt, in der ersten Nacht zusammen mit Bulma ist er auch hingegangen, hat ihr das Höschen ausgezogen und hat Pat-Pat gemacht in ihrem Schritt. Das war halt so. Yep. So hat er herausgefunden, dass sie kein Kerl ist. Looks like that did the trick. What's up? All right. Huh? What's this? Yeah. All right. Here we go. Meint der Finger, ich weiß nicht, ob es wirklich, ich glaube, er hat Pat-Pat gemacht. Da müsste man jetzt nochmal im Manga nachschauen, im alten. Halt, stopp. Was wollte ich jetzt nachschauen?
Ach, das muss ich kaufen, verstehe. Eigentlich möchte ich ja nur, dieses, ach da, genau, drei, Mann, ey, die Steuerung. Kann man auch mit den Fingern, ja. Das, da bin ich ja Ultrameister drin. Ich verstehe nicht ganz, wieso der sagt, da wären noch Charaktere und dann ist da kein Charakter. Ah, doch, hier. Die einzige Tochter drin hat und die Frau von Son Goku, die sich noch nie geküsst haben, wohl bemerkt. Er ist viel älter, als er wirkt und war etwa 332 Jahre alt, als die Saiyajin-Uhr auf der... Über 300 Jahre ist er alt. Was ist eigentlich mit Goten und Pan? Nichts. Also Goten ist ein... Goten wird ja ein Weiberheld. In GT auf jeden Fall. In Super... Naja, ist er ja kaum gewachsen. Da ist er ja nicht wirklich, noch nicht groß. Interessant ist ja eigentlich, dass, naja, Trunks, halt, Trunks und Goten haben ja dasselbe Blut wie auch ein Son Gohan. Das würde bedeuten, dass auch die eigentlich dieses versteckte Potenzial haben. Das heißt ja im Umkehrschluss, theoretisch haben beide dasselbe Potenzial wie Son Gohan, auch zum Beast Mode zu kommen. Theoretisch natürlich nur. Ja, Bra ist, bleibt ja, glaube ich, klein. Die wächst ja, glaube ich, nicht. Aber Bra ist ja... Naja, Bra halt. Wonder Bra. Muss meine Reflexe wieder trainieren. Habe ich völlig vergessen, ich kann ja auch andere Attacken. Rock, Paper, Scissor! Wah, wah, wah. Folgeenergiestrahle. Ratatatatatatatam! Ist es. Ja, ja. Sprich nochmal mit Kuri. Kuri. So, halt. Super Angriffsauswahl. Meteorschlag hätte ich gerne. Super Angriff Unterstützung. Achso, das ist für Wissen. Habe ich noch nix. Jeder, der Saiyajin-Blut hat, kann sich theoretisch verwandeln. So wie halt Kaulifler und die andere auch. So, he's got your looks, but does he have your power too? I'm betting that he's pretty strong if I had to guess. But I can't be sure since Chi-Chi won't let me train him to find out one way or the other.
Na sicher will ich fortfahren. Deswegen bin ich hier. Das ist die Mucke, wenn Böse auftauchen. Hey, Dad? What was that? Not sure. Hat mein Hund wieder seine 5 Minuten? Ich würde natürlich auch hinrennen, ehrlich gesagt. Eher als Super Saiyan 3 wäre einfach ultimativ. Da er ja schon lange Haare hat, gibt es die Theorie, dass wenn Raditz Super Saiyan 3 werden würde, er einfach ultra lange Augenbrauen bekämen würde. Oh, geil. Genauso wie Nappa, als Super Saiyajin angeblich keine Haare bekommt, sondern einfach so einen blonden Bart. A power level of only 5? What trash. Wäre lustig, ich würde es voll feiern. Die ultimative Frage ist ja, verwandeln sich auch die Schamhaare blond? Tot. Is this the best this planet can muster? Ich glaub's nämlich auch. Man kann's ja einmal fast sehen. Es gibt ja so eine Fehlerfolge, wo so ein Goku mit Goten und Trunks baden geht draußen vorm Haus. Und dann rangeln die doch und er verwandelt sich und dann sieht man ihn von hinten nackt als Super Saiyajin. Und ich wette, da ist alles blond. Und als Dreifacher kriegst du, solche Schamhaare, wetten? Die wachsen einfach nach vorne. Not sure what this is, but I better check it out. Das ist einfach der Kommandobusch, Alter, der killt. Ach, der kann ja nur die drei Sachen, gell? Well now, this could be fun. Nur erstmal mit der Steuerung. Der Steuerung klarkommen. I'll make quick work of you. I make quick work of you! Ah, ich war zu langsam, Ficker! So that's all, huh? Samerka, hallo, schön, dass du da bist. Stell dir das mal vor, Super Saiyan 3 und du hast einfach ultimativ den Busch unten rum. Stell dir das mal als Frau vor. Weißt du, wenn alle Haare... Naja, Augenbrauen gibt's ja da nicht. Aber... Stell dir das mal vor, die arme Frau, die kriegt dann einfach so lange Beinhaare. In blond. Don't kid yourself, you could never beat me. Du kriegst blonden Bart, war wie eklig. Where the hell could he be? Ah, das ist wie bei Gingern, also Rothaarigen, die kriegen auch rote Haare im Gesicht. Das ist ein geiles Spiel, ja, gebe ich dir recht. This power. It's unlike anything I've ever felt before. Piccolo will kämpfen. Wie ging das nochmal? Wie kann ich nochmal in den... In die Ego-Perspektive wechseln? Dear.
I'll kill you! Ja, schieß doch! Bam, 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 bam! Ah, 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 ah! So that's all, huh? Ich war früher auch mal blond. Deswegen habe ich ja gedacht, ich war vielleicht mal ein Super Saiyajin und weiß es einfach nur nicht. Warte mal, wie ging das in die Eier hier? Und dann kann man da irgendwie so... Warnung! Oh, 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 oh! It's a dinosaur! Das habe ich eigentlich... Eisenerz? Das habe ich früher nie verstanden, als ich es das erste Mal gespielt habe. Ja, ich weiß schon, dass das geht. Da kann ich mehr anvisieren, aber bei dem geringen Schaden war mir das jetzt noch nicht so wichtig. Der schläft halt! Well now, this could be fun. This could be fun. Da gibt's auch irgendwas, die kann man auch irgendwie von hinten erwischen, dann hast du so einen Angriffsvorteil oder irgendwie sowas. Well now, this could be fun. I'm ready whenever you are. Let's do this. Hallo Sammy, irgendwas war da mal. So that's all, huh? Hallo Jule. Na also, das wollte ich erreichen. Warum auch immer, aber ich wollte es erreichen. Soll ich Story machen oder noch ein bisschen? Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen trainiere. Aber das rentiert sich eigentlich gar nicht. Well now, mal gewinnen kann ich ja, glaube ich, sowieso nicht. Scheiß an. Looks like someone wants to die. Looks like someone wants to die. Ah, den mache ich noch, komm. I'll make quick work of you. Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Don't kid yourself, you could never beat me. This'll end it. Mach dann, hä? Hallo? Defeat the Rapids. Looks like someone wants to die. I can see a windmill up ahead. Is that a... Oh, a steel bridge. I'll make quick work of you. Ich kenne das Spiel ist mega. Also ich sollte vielleicht mal klarstellen, ich habe das Spiel auf Platin durchgespielt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich spiele. So that's all, huh? Wollte ich nochmal anmerken. Looks like I'll make quick work of you. Tja. Du findest sogar, das ganze Spiel auf meinem YouTube-Kanal tatsächlich. So that's all, huh? Ja, und es gibt ein paar neue Emotes, nämlich einen Wal. Gibt's ja bei mir auf YouTube schon zu gucken, das Spiel. Schlattlitz, ich komme! What's going on? Tch, so it wasn't Kakarot after all.
Who the hell are you? I don't have time to waste with you. Wait a minute. This is a Namekian, isn't it? What the hell is a Namekian doing on this planet? Namekian? A Namekian? True, what are you even doing here? You got a death wish? You've got spunk, I like that. Na, die habe ich geholt, besorgt, organisiert, gemacht, getan. A power level of 322, huh? You're definitely stronger than the others. Es gibt but sogar noch mehr, aber dafür muss man Bittenmeister sein. You're making a mistake in underestimating me. Und es werden noch mehr dazukommen. Let's see if you can make this fun for me. Just what is it with this guy? Egal, er hat trotzdem getroffen. That was pathetic. Full power Namekian! That was pathetic. That all, huh? Easy going! Pam pam pam! Voll in den Schritt gefickt! Nee, viel verpasst hast du nicht. Nein, nein. That all, huh? Muss mal gucken. Ich glaube, wenn du ab 1000 Bits cheeren oder so, kriegst du auch einen Wal. Den haben die anderen dann nicht. Irgendwas war da, warte mal. I'm getting another large power reading. That's got to be Kakarot. Genau. Es gibt Stufe 2 und Stufe 3. Und dann gibt's noch 1000 Bits und 5000 Bits. Kriegst du noch zwei besondere. Who the hell is this guy? And where is he going? Er geht jetzt zum Goku-Son. Goku-Son! Well, if it isn't Kakarot, you've grown. You look just like our old man. What? Tell me, Kakarot, what is this? You were supposed to exterminate all life on this planet. What have you been doing all this time? Huh? Who are you? And who's Kakarot? Should I know who that is? Hello, Rosie, You've got Rosetta. To be kidding me. You don't remember. Fine then. Allow me to refresh your memory. You're not from this filthy planet. You were born on planet Vegeta. You're a member of the proud and mighty warrior race, the Saiyans. And that's not all. I'm your older brother, Raditz. You're lying! That can't be true! Long ago, you were sent to this pathetic planet to rid it of all life! We Saiyans search the universe for habitable planets and wipe out all who live there, so that we can sell those planets to the highest bidder. Weak, snot-nosed brats like you are sent to low-level planets. Er ist ja like selber this. So ein Schwächling eigentlich. Unfortunately, it looks like this one's got a moon. If this guy's telling the truth, then these Saiyans are some real bad dudes. Wait. What about the moon? What does that have to do with anything? Don't play dumb with me. We Saiyans release our true power whenever there's a full moon. Even chumps like you should know that. I don't know what you're talking about. You know, I think Krillin's right. Ja, aber Jule, als dein you Kind, guys are the worst. Ist es die Aufgabe, sich My bei dir einzuschleimen. And I'm from Earth. Take your lies and get out of here. Außerdem habe ich auch schon gesagt, well, dass du voll schön bist. Even if I wanted to. Because planet Vegeta was blown to smithereens by a meteor.
Almost all of our brethren have been turned to space dust now. Including me and you, there are only 4 Saiyans left. Just the other day, we found a planet that should fetch us a high price. The 3 of us were going to have a hell of a time trying to overtake it. And that's when I remembered you. Kakarot. The planet is as good as ours if you join us. Come on, Kakarot! Think of the fun we'll have! Isn't your Saiyan blood boiling with excitement? Boiling? Just shut up! Boing, boing? If you think I'm joining you, then you're dumber than you look! Specky. Fine. Be that way. Yeah. That little runt with the tail behind you is your kid, right? I guess I'll just take him instead. Huh? Come any closer and I'll knock you sky high! Back off! Oh yeah? Well, go ahead if you think you can. Okay. Gohan's not going anywhere with you!